Welcome back hier in meinem RON Review Channel. Wir wollen uns heute um die Hardware kümmern, die euch entsprechende Bildraten auf dem Bildschirm bzw. auf euer Virtual Reality Erlebnis zaubern sollen. Und immer wieder taucht da die Frage auf, reicht die Bildrate, welche Grafikkarte benötige ich, soll ich upgraden, wie sieht es damit aus? Wir wollen uns jetzt eine objektive Meinung bilden, das heißt weg von irgendwelchen subjektiven Empfindungen. Ich habe euch hier zwei Tools vorbereitet, MSI Afterburner und das Tool Fraps. Ich zeige euch in den nächsten Minuten, wie ihr diese Werte interpretieren könnt. Ich drehe mit euch auch ein paar Runden und zeige euch Vergleichswerte. Man ruckelt zwar nicht, was kommen dann für Werte hier auf den Bildschirm zutage. Und ich zeige euch ebenso, wie könnt ihr Benchmarks selbst nachstellen. Das heißt, ihr könnt eigene Benchmark-Balken-Diagramme auf den Bildschirm zaubern. Das geht relativ einfach und in den nächsten Minuten kümmern wir uns darum. Was wollen wir machen? Kurz vorab, bei mir läuft im Moment noch hier diese, ihr seht das hier, eine GTX 89 Ti von Zotac, eine der schnellsten 89 Ti's. Ihr könnt das ungefähr einordnen, die liegt in etwa auf einem Niveau einer standardmäßigen GTX 1070. Und da kann sich schon mal die Frage stellen, soll ich jetzt auf 1080 Ti umsteigen, mir so ein Upgrade gönnen oder bringt es das eher nicht? Das werden wir uns genauer anschauen. Also dieses Review richtet sich jetzt nicht nur an euch Virtual Reality Besitzer, sondern auch wenn ihr ganz normal auf euren Monis, Triple Monis Setups und so weiter spielt, dann kann es sich hier lohnen, dran zu bleiben und wir kümmern uns darum, was die Hardware imstande zu leisten vermag oder was eben nicht. Unser Testszenario ganz kurz, wir werden das Spiel Assetto Corsa uns quasi zur Brust nehmen und da verschiedene Einstellungen testen. Ich zeige euch dann, was wir an diesen Werten des MSI Afterburners ablesen können und Rückschlüsse ziehen zu können. Lasst uns jetzt in ein Spiel hineinspringen, beziehungsweise habe ich mich entschieden, jetzt Benchmark-Szenen herzunehmen, damit wir diese besser miteinander vergleichen können. Ihr seht auf der linken Seite, da wo ich gerade durchscrolle, das Tool MSI Afterburner. Ich beobachte gerade meine GPU-Auslastung, die ist hier im Ruhezustand natürlich relativ weit unten. Wir starten das Replay-File und werden beobachten, wie weit sich die verhält. Das Oculus Debug-Tool habe ich mit Pixel Density auf den Wert 0,0 gesetzt. Das heißt, meine GPU, meine CPU sollte in der Lage sein, diese 90 Frames pro Sekunde wiederzugeben. Das sollte relativ flüssig laufen. Wir werden dann beobachten, ob dies auch funktioniert. Was macht die Oculus Rift, wenn 90 Frames pro Sekunde nicht mehr stabil wiedergegeben werden können? Dann kappt quasi Oculus Rift diese 90 Frames pro Sekunde auf 45 Frames pro Sekunde runter und schaut, dass sie diese 45 Frames pro Sekunde halten kann. Hier beim Start beobachtet jetzt die dritte Zeile, quasi den dritten Graphen. Da haben wir unsere GPU-Auslastung. Die pendelt jetzt beim Start so bei 50 und 80% in etwa. Ich sehe jetzt das Bild über meine Oculus Rift, das ist äußerst flüssig. Das heißt, mein System sollte es schaffen oder in der Lage sein, diese 90 Frames pro Sekunde flüssig auszugeben. Ich scrolle jetzt etwas nach unten, relativ weit unten. Hier seht ihr es hier, diese Framerate. Diese Framerate, ich muss das hier noch durchswitchen, damit auch ihr diese Werte gut angezeigt bekommt. Die pendelt sich jetzt irgendwo bei 75, ja, jetzt geht es hinauf auf 90 Frames pro Sekunde ein. Meistens beim Start fällt die etwas hinab, weil mehrere Fahrzeuge berechnet werden müssen. Und ihr seht jetzt hier, während dem Fahrbetrieb bleiben jetzt diese 90 Frames pro Sekunde stabil. Das wirkt sich so aus, dass es hier jetzt auch bei meinem Replay-File das Ganze sehr flüssig aussieht, der Optimalzustand sozusagen. Eure Hardware ist in der Lage, diese Oculus Rift maximal quasi befeuern zu können. Und mit den entsprechenden Grafik-Settings seid ihr hier gut am Start. Wir werden dann jetzt die Grafikansprüche höher drehen, also die Anforderungen an unsere Grafikkarte, und werden sehen, wie sich die Framerate verhält. Das heißt, hier bei unserem ersten Testszenario 90 Frames stabil. Ich gehe aus dem Replay-File hinaus, schnappe mir jetzt wieder mein Oculus Debug-Tool und fordere jetzt quasi die Grafikkarte zu mehr Arbeit sozusagen heraus. Ich gebe jetzt Pixel Density Wert 1.5. Die Bedeutung dieses Wertes guckt da mein Oculus Rift Review nach. Da habe ich das genau erklärt. Das Bild wird glatter gebügelt. Ich setze euch den Link mit oben mit rein. Seht euch das an. Selbe Szenario wie vorher. Wir laden dasselbe Replay-File und beobachten, was passiert. Drei Sachen, die für eure Bildrate maßgebend sind. Das ist eure GPU, das ist eure CPU und auch die Programmierung des Spieles. Wenn eins der drei Sachen nicht zusammenstimmt, dann habt ihr keine flüssige Bildrate und werdet euch immer fragen,
Was ist denn da los? Was limitiert? Und mit unserem How-To hier gehen wir der Sache auf den Grund und werden mal sehen, die häufigste Komponente, die euch limitiert, ist eure Grafikkarte. Einen Moment noch, wir haben hier noch Ladebildschirm. Ich muss das hier immer mit Alt-Tab durchswitchen, damit ihr das Bild auf dem Schirm bekommt. So, hier sind wir wieder drinnen. Der Start selbes Ripley-File. Wir beobachten wieder unsere GPU-Auslastung. Ich scrolle wieder nach oben. Schauen wir in die dritte Zeile hinein. Ihr seht jetzt die GPU-Auslastung, die pendelt sich jetzt wirklich bei um die 90%. Das geht jetzt in Richtung Vollauslastung. Das heißt deutlich höher als vorher. Diese etwas weiter links seht ihr das, diese 55 bis 80%. Das heißt, die GPU-Anforderungen wurden durch das Erhöhen der Pixel-Density deutlich nach oben geschraubt. Wir werden dann auch nachschauen, was das jetzt mit unserer Framerate bedeutet. Ich sehe es jetzt in meiner Oculus Rift trotzdem noch flüssig, diese Sache. Scrollen wir nach unten und ihr seht jetzt hier bei der Framerate, ja, ihr seht das hier jetzt eine Gerade bei 45 Frames pro Sekunde. Wie ich euch gesagt habe, diese 90 Frames hier bei unserem ersten Testszenario wurden jetzt von der Oculus Rift um die Hälfte gekappt. Die Oculus Rift muss danach trachten, eine Bildrate äußerst stabil zu halten. Sobald sich diese Frames ändern, zwischen 50, 60, das wäre katastrophal. Da hättet ihr sofort Motion Sickness, das wäre sehr unangenehm. Das heißt, eine konstante Bildrate ist maßgeblich für euer Spielerlebnis. Das heißt, mit Pixel Density 1.5 und meinen Grafikeinstellungen bei Assetto Corsa gelingt es, 45 Frames stabil zu halten. Mir genügt das meistens in den Spielen, also auch bei den Rennspielen, Flugspielen, 45 Frames pro Sekunde. Damit kann ich relativ gut leben. Gehen wir raus aus dem Spiel und jetzt schrauben wir die Anforderungen weiter nach oben. Pixel Density 2.0. Das gibt es auch unter dem damaligen Begriff auch Downsampling. Da haben wir das auf dem Monitor genutzt. Jetzt werden wir mal schauen, inwieweit unsere Grafikkarte damit zu Rande kommt. Das heißt, solche Einstellungen, die sind Grafikkarten belastend sozusagen. Damit wird eure CPU kaum mehr belastet. Das geht rein auf eure Grafikkarte. Und hier mit Pixel Density 2.0 sollte unsere GTX 89 Ti, die bei mir hier verbaut ist, an ihre Grenzen kommen. Lasst mich das mit Alt-Tab nochmal durchswitchen, dann habt ihr das schön auf dem Schirm. Wir scrollen wieder nach oben, dritte Zeile, GPU-Auslastung, ja, und jetzt seht ihr hier im Vergleich zu meinen zwei anderen Graphen, da 50 bis 80%, hier Szenario 2 waren wir bei den 80 bis 90% und jetzt ganz rechts unser aktuelles Szenario, da ist unsere GPU auf Vollanschlag. Also alles, was ihr hier zwischen 99, 98, 99, 100% GPU-Auslastung ausgewiesen bekommt, heißt, eure Grafikkarte arbeitet jetzt am absoluten Limit. Mehr geht nicht mehr. Die Bildrate wird jetzt definitiv durch eure Grafikkarte quasi beschränkt. Ihr seht auch jetzt das hier an unserem Ripley-File. Es wirkt alles etwas ruckelig. Wir haben hier keine stabile Framerate mehr am Start. Lasst uns etwas nach unten scrollen. Wir werden sehen, wo wir landen mit der Framerate. Wahrscheinlich bei 35 Frames, schätze ich jetzt mal in der Art. Ja, rechts ist der Graph, ganz rechts. Ihr seht das hier, 32, 33 Frames pro Sekunde. Das heißt, das spürt ihr sofort. Das ist ein Szenario, das möchtet ihr nicht haben, speziell in der Virtual Reality. Wenn ihr bei Rennspielen, schnelleren Spielen diese Ansprüche habt, dann muss eure Bildrate konstante 45 Frames pro Sekunde quasi generieren. Hier hilft es jetzt nur mehr, wieder die Grafik-Settings, die Grafikqualität runterzuschrauben. Von Pixel Density 2.0 mit entsprechenden Grafik-Settings kann ich mich mit 89 Ti, GTX 89 Ti quasi verabschieden. Das ist einfach noch zu hoch gegriffen. So viel vorab, diese Werte sind eindeutig, die Werte sind klar. Das kann ich euch jetzt einmal sagen. So viel zum MSI Afterburner. Wir testen jetzt dann Szenario Nummer 2. Genau, was ihr noch mit dem Afterburner sehen könnt, sind sämtliche CPU-Temperaturen, CPU-Auslastungen. Die könnt ihr natürlich auch nachvollziehen. Aber lasst uns jetzt zu unserem Tool Fraps kommen. Ihr seht hier das Tool Fraps, ein sehr einfaches Tool, sehr klein, 1-2 Megabyte groß. Legt einen Ordner fest, wo eure Benchmarks-Werte quasi hingespeichert werden sollen. Ihr seht das hier bei mir, Laufwerk E, und legt einen Benchmarking-Hotkey fest, F11 bei mir, und die Benchmark-Settings klickt an FPS, Frametimes, Min-Max, Average. Ich werde später darauf eingehen, was dies bedeutet. Wenn ihr diese Settings quasi vorab eingestellt habt, dann müsst ihr nur ins Spiel hineingehen. Merkt euch, F11, das war euer Benchmark-Key.
startet euer entsprechendes Spiel, eure Benchmark-Szene. Ihr könnt davon diversen Spielemagazinen Benchmark-Szenen nachstellen. Die packen euch immer so Videos mit bei. Probiert das nach, stellt das mit euren Lieblingsspielen nach. Lasst das Tool Fraps mitlaufen. Betätigt dann den Benchmarking-Hotkey und ihr könnt schauen, ob eure Grafikkarten das auch generieren, was quasi die Tests versprechen. Das funktioniert sehr einfach. Ich lade jetzt wieder unser selbes Ripple-File und lasse Pixel Density auf dem Wert 2.0. Das heißt, erinnert euch, 32, 33 Frames pro Sekunde hatten wir am Start und das sollten wir jetzt dokumentieren können mit Fraps. Das sollte einwandfrei funktionieren. Starten wir unsere Benchmark-Szene und ihr seht hier ganz links oben den Wert eingeblendet mit 35 Frames pro Sekunde. Ich muss da nochmal mit Alt-Tab durchswitchen, damit ihr das alles am Schirm habt. So, einen Moment. Here we go. Jetzt habt ihr das am Schirm. OBS nimmt das leider nicht anders aus. Ich muss das jedes Mal durchswitchen mit Alt-Tab, damit ihr das flüssig am Schirm habt. Ihr seht hier wieder unsere Auslastung, ganz unten CPU-Temperaturen bei mir um die 70 Grad Celsius. Die GPU heizt schön ordentlich bei dieser Auslastung nach oben. Da kann selbst meine AI-Vakühe nicht viel machen. Ich habe schon mit dem Benchmark-Hotkey quasi F11 unsere Benchmark-Szene gestartet. Lasse die laufen. Ihr könnt das beliebigerweise in einem Spiel minutenlang mitlaufen lassen, mit aufzeichnen lassen. Vergesst dann nicht, diese Benchmark-Aufnahme quasi wieder mit dem Hotkey F11 zu beenden. Das habe ich bereits gemacht. Gehe jetzt raus aus dem Spiel. Kann jetzt auch meinen MSI Afterburner quasi wegmachen. Kann aus dem Spiel rausgehen. Und öffne jetzt einmal unseren Ordner mit den entsprechenden Ergebnissen. Here we go. Ich habe eben den entsprechenden Ordner geöffnet, quasi wo meine Benchmark-Ergebnisse jetzt von Fraps abgelegt werden. Bei mir Laufwerk E, Fraps Benchmarks. Und hier schreibt quasi Fraps eure Werte hinein. Ich öffne hier gleich unsere erste Datei, die ist für euch maßgeblich, wenn ihr zum Beispiel ein Benchmark-Balkendiagramm erstellen wollt. Dann geht das Ganze sehr einfach. Mit einem Doppelklick öffnet Fraps quasi in Excel eure Werte. Da könnt ihr dann diese Werte einsehen. Ihr seht das hier jetzt ganz auf der linken Seite. Ich schiebe den Afterburner mal weg, kann den schließen, den benötigen wir im Moment gar nicht mehr. Und ihr seht diese geschriebenen Werte. Da sind wir, erinnert euch, wir waren bei 32, 33 Frames. Das ist hier durchlaufend der Fall. Mit zwei Klicks könnt ihr dann, markiert einfach diese Werte. Dann bei Einfügen, das seid ihr von Excel gewohnt, einfach ein 2D, was ist Säulendiagramm. Und dann habt ihr eure Benchmark-Balken hier. Das heißt, eure Benchmark-Szene ist sozusagen fertig. Was könnt ihr beobachten? Seht diese Benchmark-Balken, ihr seht quasi diese Säulen, so heißt das richtig, diese Säulen. Zeigen euch immer so im Bereich von 30 Frames. Und ihr seht hier zum Beispiel gleich am Anfang mal einen Drop auf 15 Frames. Das heißt, das ist das, was der Spieler absolut vermeiden möchte. Diese Drops machen diese starken Ruckler bei euch aus. Das heißt, diese Drops geht es tunlichst zu vermeiden. Hier war unsere GPU einfach überfordert, konnte keine stabile Framerate generieren. Und ihr seht hier mit zwei Klicks könnt ihr in jedem beliebigen Spiel eure Benchmark-Szenen quasi euch in Erinnerung rufen und vergleichen. Was bedeuten die anderen zwei Einträge von Fraps? Das sind hier die Frame Times. Was bedeutet Frame Times? Das ist ein bisschen kompliziert, aber auch nicht schwer verständlich. Das heißt, jedes Frame, das ausgegeben wird, wird mit einer Zeit in Millisekunden quasi belegt. Ihr seht das von 20, 60, 80 Millisekunden und quasi bei 1000 Millisekunden, bei mir 1006, da habt ihr jetzt 35 geschriebene Frames, das heißt in einer Sekunde waren das das erste Mal 35 Frames. Wichtig, dass das Ganze auch flüssig läuft, sind nicht unbedingt die 35 Frames, sondern die Abstände, diese Millisekunden zwischen den einzelnen Frames. Umso konstanter diese Abstände sind, umso flüssiger auch eure Bildausgabe. Auch das ist eben maßgeblich, dass zwischen den Frames nicht zu viel oder zu geringe Abstände sind. Auch das ist für ein flüssiges Spiel Erleben ist wichtig. Das dritte für euch vielleicht noch interessant ist dieser Min-Max-Average-Wert, der hier mitgeschrieben wird. Öffnet diese quasi dritte Datei und euch weist Fraps jetzt sozusagen aus, welche Werte erzielt wurden. Ihr seht hier quasi Min, das waren 14, das war dieser Frame-Drop, den ihr auch bei euren Säulen gut erkannt habt. Der Maximal-Frame-Wert, der erreicht wurde, waren 36.
Und ihr hattet bei unserer kurzen Benchmark-Szene hatten wir 32,092 Frames pro Sekunde. So viel kann man herauslesen. Kurz noch zu unserem Fazit jetzt. Ich habe euch das Tool MSI Afterburner genau vorgestellt. Was seht ihr noch bei diesem Tool? Ihr könnt noch einsehen, was euch eure GPU quasi bei euren Szenen gemacht hat. Ihr seht das hier, ihr habt sämtliche CPU-Temperaturen aufgelistet. Hier unten die CPU-Auslastungen, bei mir eben diese 8 Kerne, 4 plus 4, i7-3770K. Könnt ihr diese Verläufe beobachten. Diese Auslastung war in einem moderaten Bereich, noch weit weg vom Anschlag. Dieses Tool ist sehr umfangreich. Die wichtigsten Punkte habe ich mit euch durchgesprochen. Was bedeuten die Ergebnisse für mich? Die Ergebnisse für mich bedeuten, ich bin mit diesen 45 Frames und meinen Settings in einem Bereich unterwegs, der mich zufriedenstellt, noch zufriedenstellt. Das kann sich mit der Zeit noch ändern. Wir werden sehen, was auf uns zukommt. Ihr habt gelernt jetzt, wie man entsprechende Benchmarks nachstellt, eure Frames zu interpretieren. Ja, was bleibt zum Schluss zu sagen? Ich hoffe, ihr konntet mit diesem How-To etwas anfangen. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei wart. Stellt Fragen in der Kommentarfunktion bei YouTube. Daumen hoch, subscribed, wenn es euch gefallen hat. Bleibt weiter dran. Wir hören uns in nächster Zeit mit neuen Reviews. Mit besten Grüßen, euer Ron. Thank you.